Hallöchen, meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Splatoon Online. In der heutigen Folge gibt es wieder einen One vs. One Kampf gegen den lieben Lukas. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die neue Map an, da die in den momentanen LPs nicht einmal vorkam. Und irgendwie gibt's die hier nicht, ne? Achso, doch, hier. Mahi Mahi Resort. Ja, ich würde sagen, Mahi Mahi Resort. Und einfach mal mit dem Revierkampf starten wir. Wir beide haben uns darauf geeinigt, dass wir die neue Waffe spielen, die heute rausgekommen ist. Die neue Waffe ist der Sagitron Klecks Plättling. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich bin gespannt, was die neue Waffe so bietet, denn Splatling hatten wir ja schon in den letzten Folgen mal ausprobiert gehabt. Das war, um genau zu sein, der Hydrant. Und mal schauen, wie er sich so hier verhält. Ich denke mal, mit der Waffe kann man relativ schlecht einfärben. Aber egal. Der Bessere möge gewinnen. Okay, das Aufladetempo ist schon mal wirklich sehr hoch im Gegensatz zu dem Hydranten. Ja, also damit kann ich wirklich arbeiten, muss ich mal so behaupten. Man kann sich einfach mal hier hoch hinstellen und ein bisschen einfärben. Allerdings kann man nicht so viel mit der Waffe beschießen, wie wir hier gerade sehen. Wir stellen uns einfach mal hier hin. Okay, wir haben auch schon unsere Spezialfähigkeit hoch auf Maximum. Ja, das scheint doch schon mal relativ gut zu funktionieren. Also wie gesagt, wenn ihr auch gegen mich One vs. One spielen wollt, auf irgendeinem sozialen Netzwerk am besten enden. Das wäre echt hilfreich, wenn ihr das machen könntet, denn ja, per... Oh, oh, oh. Schutzschild! Ah, das schießt... Ah, okay, okay. Ich sollte verschwinden, ne? Er weiß, wo ich bin. Er weiß... Nein! Okay, da hat er das erste One vs. One Duell gewonnen. Ich muss sagen, ich spiele die Waffe gerade zum ersten Mal. Er hat die heute schon angetestet, hat er mir geschrieben. Egal, wenn man One vs. One einmal gekillt wird, das sieht dann im Endeffekt sehr schlecht aus. Deswegen müssen wir sehr viel von unserer eigenen Fläche mal einfärben. Oh Gott, ich sollte verschwinden. Das kann einfach nicht wahr sein, dass ich so schlecht aussehe. Okay, ich sollte auch mal vielleicht, das wäre ganz hilfreich, diese komische Bombe da benutzen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich glaube, Setti, Dings da, Bombe, irgendwas, irgendwo hier ist er doch. Ich wusste es. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann, ich komme überhaupt nicht mit dem Splatling klar, ne? Ja, ich gucke auf die Map, das sieht sehr schlecht aus auf jeden Fall. Der Wasserspiegel sinkt, das ist hier bei der Map das Besondere. Er wartet hier irgendwo, ich bin mir sicher. Nee, diesmal nicht. Kartoffel, wo bist du? Okay, ich habe ihn leider nicht erwischt. Ich sollte ihn auch nicht beschießen, das wäre sinnvoll. Komm, 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 komm! Ja, wenigstens habe ich ihn mitgenommen. Okay, ich war jetzt längere Zeit ruhig, weil ich mich total fokussiert habe, ihn diesmal zu treffen. Ich gucke auf die Map, aber es sieht wirklich sehr schlecht aus. Wenn ich was reißen will, dann muss ich ihn jetzt gleich töten und bei ihm noch ein bisschen einfärben, denn sonst hat das Ganze hier keinen Sinn. Hier ein bisschen einfärben, hier ein bisschen einfärben, hier ein bisschen einfärben. Ah, da ist er. Okay, okay, ich habe ihn schwimmen sehen. Okay, hier ist jetzt... Ja, ich wusste es, dass er hier wartet. Oh nein! Ah, ich habe gerade mein Schutzschild voll bekommen. Allerdings hat das Schutzschild uns nicht viel gebracht, wie wir gesehen haben. Ja, ich denke mal, das wird er gewinnen, aber in den anderen Modin. Da werde ich auf jeden Fall mein Bestes geben. Okay, hier noch bei mir ein bisschen einfärben. Wir stellen uns jetzt oben hin, schießen ein bisschen runter. Er kann uns schlecht treffen. Doch, er kann uns leider treffen. Er kann uns sogar noch mit der Dingsbombe treffen. Ich springe jetzt runter. Eventuell kriegen wir noch einen Kill. Ne, ne, er kriegt uns aber noch, oder? Er kriegt uns noch? Nein, wir kriegen ihn. Nein, keiner von uns beiden hat uns gegenseitig erwischt. Auf jeden Fall, wir gucken auf die Map. Das sieht wirklich sehr schlecht für mich aus. Ich kann allerdings wieder damit leben. Ja. Ja. Ich muss sagen, mit der Waffe komme ich noch nicht ganz so gut zurecht. Er kann auf jeden Fall besser aimen als ich, also zielen. Meine KD ist für einen Popo. 1 zu 5 minus 4, das ist nicht das Gelbe vom Ei. So, wir werden jetzt Operation Goldfisch nehmen. Arena, Zufall, Teams einteilen, Teams bereit und mal schauen. Oh, Punkasius Skatepark, ich bin bereit in Operation Goldfisch. Mal schauen, was man mit der Waffe hier, Online-Modus sage ich schon. Ja, ist ja so gesehen Online-Modus, aber was man in Operation Goldfisch mit der Waffe reißen kann. Auf jeden Fall bin ich gespannt, liebe Freunde. Lucy, beziehungsweise Lukas. Okay, hier muss ich schnell hantieren.
Aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass man überhaupt nicht lange mit der Waffe schießen kann. Reichweite geht vollkommen fit. Aber wie gesagt, der Rest ist nicht besonders gut. Ja, erwischt. Nice, okay. Oh, das wird jetzt problematisch. Wie soll ich das denn... Okay, wir machen das am besten so. Ah, es hat uns überhaupt nicht viel gebracht, dass wir ihn jetzt im Endeffekt getötet hatten. Er ist schon hier irgendwo, glaube ich, oder? Da, ich wusste es, dass er da ist. Wir laden auf, wir laden auf, wir laden auf. Wir gehen ein bisschen zurück und er muss ja irgendwann angreifen. Okay, ich warte. Was passiert eigentlich, wenn der Countdown hier abläuft? Das würde mich echt interessieren. Er darf uns auf jeden Fall nicht treffen. Er versteckt sich da. Und er versucht mich mit der Bombe zu treffen. Wirst aber wahrscheinlich nicht hinbekommen. 35, 34, 33. Ja, da hat er mich erwischt. Schade. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man irgendwann das Schutzschild voll bekommt. Er hat wahrscheinlich solche... Moment, ich glaube, ich habe da einen Perk gesehen, womit sich die Ulti von alleine auflädt. Also, ja, logisch im Endeffekt. Oh Gott, warum habe ich das so blöd angestellt? Mann, der hatte mich aber leider erwischt. Mist, jetzt muss ich selber... Ich weiß nicht, wie... Okay, die Reichweite ist sehr hoch. Es kann nicht sein, dass einfach... Oh, komm schon. Okay, die Waffe ist eindeutig nicht für mich geschaffen, muss man so sagen. Ja, er hat jetzt schon zwei Kämpfe eindeutig gewonnen. Ich leider noch gar keins. Aber gut, die Folge wird noch ein bisschen länger gehen. Das ist auf jeden Fall sehr gut angestellt. Ich war ein bisschen zu übereifrig und ja, hab verloren. Schade, aber auch. Egal. So, wir haben jetzt Herrschaft in der Pinakuithek. Mal schauen, was wir da reißen können. Oh yeah. Herrschaft bin ich normalerweise gar nicht mal so schlecht als in der Operation Goldfisch. Aber da die Waffe mir nicht so sonderlich liegt, ja, müssen wir mal gucken, was wir am besten damit machen. Okay, wir springen jetzt hier drauf. Wir müssen jetzt die große Reichweite nutzen. Wir können immer so kleine Spam-Schüsse auch abgeben. Okay, er ist hier wahrscheinlich irgendwo. Ich werde einfach mal von hier schießen. Wir gehen schon mal runter. Wir werden hier hochgehen und eventuell... Okay. Er wird wahrscheinlich mich hier suchen. Er wird mich suchen, ja. Da fragt er sich... Okay, langsam kommt er wahrscheinlich auf die Idee, hier hochzugehen. Na, wer... Hä? Wo ist er hin? Ich habe ihn 100 pro getroffen. Ach so, er wurde auch erledigt. Ich dachte gerade, ey. Da waren die Server einfach nur zu langsam. Okay, da haben wir uns beide gegenseitig erledigt. Und das gleichzeitig. Ich gehe wieder hoch. Er wird wahrscheinlich auch gleich hier hochgehen, aber diesmal werde ich ihn sinnvoller erledigen. Ja, das habe ich echt blöd angestellt. Ich dachte, ich könnte ihn in der Luft so erledigen. Problem ist, wenn man am Springen ist, geht das sogar, glaube ich, gar nicht, dass man dann aufladen kann, oder? Ja, schlecht, schlecht auf jeden Fall. Ja, er wusste, dass ich hierher komme. Allerdings nutze ich das jetzt mal als Schutzschild. Er wird mich versuchen zu erledigen. Das kann nicht sein, komm schon. Na, okay, ich weiß wenigstens, wo er ist. Erledigt. Oh, hätte ich jetzt mein Pace gehabt, beziehungsweise diese blöde Bombe abbekommen, dann hätte es echt gut. Der hätte es echt gut enden können. Wenigstens haben wir den Zähler jetzt schon mal angehalten. Jetzt müssen wir nur noch den Zähler für uns gewinnen. Zähler für uns gewonnen. Wir haben ein Schutzschild. Das müssen wir gleich nutzen, wenn der liebe Dude hier auftauchen sollte. Ja, nice one. Das klappt doch jetzt gut. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen taktischer mit der Waffe vorgehen. Dann klappt das Ganze hier auch. Ich habe immer noch mein Schutzschild. Was auch noch vorteilhaft ist, wir stellen uns hier oben hin. Okay, er wird kommen, er wird kommen, er kommt hier. Ja, ich muss mich verabschieden, leider. Okay, Zähler wurde angehalten, wir führen. Okay, wo ist er hin, wo ist er hin, wo ist er hin? Er weiß ganz genau, wo ich bin wahrscheinlich. Es kann nicht sein, dass er eine größere Reichweite hat als ich. Erledigt. Ja, okay. So langsam komme ich rein mit der Waffe und Herrschaft erlangt. Vielleicht könnte der Spaß hier sogar ein K.O.-Sieg werden, wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, dann eventuell kann das schon werden. Da ist er. Ja, nice. Ja, das klappt jetzt gut.
Ich habe wieder meine Ulti bzw. mein Schutzschild, falls er gleich angreifen sollte. Und dann, okay, ich sehe da hinten, wie er nachgespawnt wird. Wir warten einfach. Normalerweise müsste das jetzt ein lockerer Ko-Sieg werden. Ja, erledigt. Bam. Diesmal hatte ich sogar eine sehr angemessene KD. Und so ist das doch wirklich gut gelaufen. K.O.-Sieg. Und damit der erste Sieg. 2:1 steht es gerade mit den Siegen. Zweimal hat der liebe Lukas gewonnen, einmal ich. 6:2 KD, also plus 4. Das war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Runde. So, Turmkommando. Er hat mich jetzt gerade auf Instagram gefragt, ob wir mal die Waffen wechseln können. Habe ich einfach ja gesagt. Ich denke mal, oh, er kämpft mit dem Pinsel. Ich habe einfach mal meine Lieblingswaffe genommen. Grüße an Einhorn irgendwas. Sie hatte mir in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht mal mit meiner Lieblingswaffe spielen könnte. Das ist hier meine Lieblingswaffe. Haben wir zwar schon gesehen einmal im Waffentest, aber ich spiele sehr gerne mit der Waffe. Und ich komme sogar relativ gut mit der Waffe klar. Deswegen, wir warten hier oben einfach mal. Ich versuche mal, meinen Tintentitan irgendwie voll zu bekommen. Und er muss ja irgendwann hierher kommen. So, wir springen jetzt hier hin. Und erledigen hier direkt, ja. Ich muss sagen, mit dem Schwapper kann ich wirklich sehr gut umgehen. Oh, wir müssen hier alles einfärben, damit ich gleich meinen Tintentitan voll bekomme, falls ein Angriff starten sollte. Okay, voll, voll. Einfärben, einfärben. Denn je mehr man einfärbt, desto schneller kann man den Spaß hier voll bekommen. Okay, ich muss aufpassen. So, erledigt. Das könnte auf jeden Fall ein K.O.-Sieg werden, so wie es aussieht. Ich färbe hier wieder ein bisschen ein, um meine Ulti voll zu bekommen. Beziehungsweise in den Tintentitan. Vielleicht klappt diese Taktik ja nochmal. Ne, da oben kommt er. Oh oh, Tinte leer, Tinte leer, Tinte leer, Tinte leer, Tinte leer. Ja, da hat er mich diesmal erwischt. Aber ich habe schon mal für den ersten Angriff recht gut einiges gut gemacht. Ich meine, nur noch 14. Das ist eine sehr gute Führung. Okay. Meine Ulti wieder voll bekommen, hier ein bisschen einfärben. Und los geht's. Ein bisschen Tinte aufladen. Er hat auch seine Ulti voll. Hat er auch einen Tintentitan? Das würde mich interessieren. Ich weiß es aber nicht. Ja, hat er tatsächlich. Das war echt dreist von mir. Als wenn er uns von da erwischt. Wo läuft er? Ach, da läuft er her. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Okay, hier wieder einfärben. Wir müssten gleich den Tintentitan voll bekommen. Wenn wir den Tintentitan voll bekommen, dann dürfte das eigentlich ein klarer Sieg werden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, voll. Okay, Tinte laden. Er kommt von da. Verstecken. Jetzt ein bisschen chillen und ins Ziel gelangen. Nice, ja. Boom. Und schon ist das ein klarer K.O.-Sieg. Yes. Sehr, sehr cool. Ja, hast trotzdem nicht gut geschlagen mit dem Pinsel. Aber im Endeffekt hat es leider nicht gereicht. Ah, geilen Sieg. Ich liebe wirklich den Schwapper Deko. Es ist echt genial von Nintendo gemacht, dass sie diese Waffe reingebracht haben. Vor allem mit dem Tintentitan. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, ein Revierkampf in der Schollensiedlung. Ich denke mal, jetzt wechselt er wieder die Waffe. Weiß ich nicht, kann sein. Aber ich werde auf jeden Fall mit meinem Schwapper Deko weiterkämpfen. Und natürlich versuchen, den dritten Sieg hier rauszuholen. Den dritten Sieg in Folge. Ein lupenreiner Hattrick, so gesehen im Fußball. Nur, dass man im Fußball einen lupenreinen Hattrick schafft, wenn man 3 Tore in einer Halbzeit schießt. Und ohne, dass ein anderer zwischendurch ein Tor geschossen hat. Gut, hier gibt es keine Halbzeit, also kann man es trotzdem als lupenreinen Hattrick durchgehen lassen. Oh, er kämpft mit der Airbrush. Ist so gesehen eine der besten Waffen für einen Revierkampf. Allerdings kann man mit dem Schwapper auch einiges reißen. Okay, ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich werde erstmal bei mir ein bisschen einfärben. Wobei es eigentlich klug wäre, wenn ich total eine Offensive machen würde, sodass ich bei ihm in die Base reingehe, ihn am besten zerstöre. Allerdings kann das auch fatal enden, indem ich sterbe oder so. Das wäre dann auch nicht so toll. Allerdings habe ich jetzt meinen Tintentitan voll. Okay, er ist noch nicht bei uns in der Base drin. Deswegen, oh, 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 er hat gesehen, wo ich bin. Er hat gesehen, wo ich bin. Einmal in die Wand reinspringen. Hat gut geklappt und ich denke mal, dass er hier gleich sogar hochkommen sollte. Aber für den Fall haben wir unseren Tintentitan. Ja, Mine. Hat mich aber nicht erwischt. Die Minen töten mich ja wirklich sehr gerne. Okay, Tinte laden. Ich weiß nicht, soll ich ihn jetzt erledigen? Nein, am besten färbe ich hier ein. Ich denke mal, er wird gleich eine Offensive starten. Ja, schon da oben. Komm hoch, komm hoch. Ich locke ihn jetzt einfach mal her. Er soll sich in Sicherheit fühlen. Und boom. Okay. Da war eine schöne Tintenmine. Ich werde jetzt versuchen, schnell abzuhauen, da er gleich wiederkommen sollte.
Und er sollte am besten nicht sehen, dass ich hier in seiner Base bin, sonst bin ich echt Hackfleisch. Beziehungsweise Tinte. Blaue Tinte statt Orange, ne? Okay, oben sind wir schon in Sicherheit. Ich stelle mich mal hier hin, färbe ein bisschen ein. Das ist eine gute Taktik, würde ich mal so behaupten. Und da hinten ist er schon wieder. Er hat gerade einen Tintferno geschickt. Ja, müsste eigentlich nicht stören. Ich muss wieder versuchen, so schnell wie möglichst meinen Tintentitan voll zu bekommen. Aber erstmal sollte ich wieder mein Tintenlager voll bekommen. Ganz einfach mal Tintenlager. Ist fresher der Name. Okay, wo ist er hin? Das wird mich jetzt... Oh oh. Der ist hier in der Nähe. Nein! Oh Gott. Hoch, 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 hoch. Da ist er. Hier ist er irgendwo, oder? Oh Gott. Da war er. Ich weiß, dass er hier irgendwo ist. Allerdings reichen bei mir zwei Eimer, zwei Ladungen Eimer. Ich habe ihn mitgenommen, sodass er bei mir nichts einfärben kann. Ich gucke auf die Map, sieht eigentlich relativ gut aus. Oh Gott, nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich muss viel mehr bei mir einfärben. Okay, viel mehr auf jeden Fall. Sonst wird das hier gar nichts. Oh Gott, ey, das fällt mir jetzt erst auf. Manometer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Allerdings habe ich bei ihnen auch relativ viel eingefärbt. Verhältnismäßig viel, sage ich mal so. Okay, hier runterwerfen, 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 runterwerfen. Ich hoffe, er ist hier nirgendwo. Ich darf mich auch nicht in Sicherheit wiegen. Ich denke mal, er ist hier nirgendwo. Und wenn er hier irgendwo sein sollte, dann werde ich einfach meinen Tintentitan ziehen. Und mal ein bisschen bei ihm einfärben. Ich habe keine Ahnung, wo er sich gerade befindet. Aber gut, immer mehr einfärben, immer mehr einfärben. Jetzt hier drauf. Ist ein guter Standort, um noch mehr einzufärben. Go, 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 go. Und er hat seinen Tintferno zum Schluss hin noch gesetzt. Wir gucken auf die Map. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wie es aus... Ja, gut. Er hatte eine Airbrush. Ich glaube, das war im Endeffekt der Vorteil. Meine KD war natürlich viel besser, aber er kann mit der Airbrush mehr einfärben, wie wir gesehen haben. Ja, gut. Meine KD war auch nicht so viel besser. Aber gut. So, da wären wir jetzt im letzten Kampf für die heutige Folge. Der letzte Kampf, ich weiß nicht, was wieder los war. Auf jeden Fall jedes Mal bei Splatoon 1 vs. 1 Aufnahmen hört irgendwann einfach die Tonaufnahme von alleine auf. Aus welchen Gründen auch immer. Das Mikrofon war auch nicht rausgesteckt oder so. Na, ich habe keine Ahnung. Das sind die Alltagsprobleme von YouTubern. Darum solltet ihr euch keine Sorgen machen. Es sei denn, ihr macht selber YouTube, dann kann das natürlich auch passieren. Also. Okay, Herrschaft. Auf jeden Fall haben wir gerade Operation Goldfisch gespielt. Er hat gewonnen. War auf jeden Fall kein K.O.-Sieg, aber schon relativ klar im Endeffekt. Okay, da ist er. Okay, erledigt. Nice. Ja, man muss sagen, mit dem Schwapper kann ich schon einiges reißen in One vs. One. Oh, was muss man denn hier noch einfärben? Komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich dachte schon, ey. Ich hätte aber, wenn man ehrlich ist, dann hätte ich auch schon mehr schaffen können. Okay, er war da hinten. Na toll, jetzt sollte ich lieber verschwinden. Ich beobachte ihn, wo er herkommt. Erledigt, nice. Okay, jetzt sollte ich den Rest hier wieder einfärben. Einfärb, 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 einfärb. Okay, er müsste wahrscheinlich wieder von der Seite kommen, schätze ich mal. Ich gehe mal hier oben hin und beobachte die Lage ein bisschen. Wow. Okay, das habe ich zum Glück überlebt. 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 Und wenn alles gut läuft, könnte das hier sogar ein K.O.-Sieg werden. Wir sehen da hinten, wie er hingespawnt ist, wie er da läuft. Okay, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Ich denke mal, er kommt wieder von da. Nein, diesmal von hier. Okay, man muss sagen, mit dem Schwapper kann ich schon einiges reißen. Das ist auch kein Campen oder so. Wobei, kann man das als Campen ansehen, wenn man hier oben stehen bleibt und auf den anderen wartet? Bei One vs. One kann man das eigentlich nicht als Campen ansehen, oder? Kann man es als Campen ansehen? Das würde mich jetzt echt interessieren. Werfen wir da mal einen Tintenball hin. Okay. Hat am Ende nichts mehr gebracht. Das war die heutige Folge von One vs. One. Ja, in Zukunft sind noch mehr One vs. One Kämpfe geplant. Und ihr könnt gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, das war's mit der heutigen Folge Splatoon Online. Ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.